Hallo, ich möchte eine ganz kurze Einführung geben in Hangouts, wie man sie nutzen kann und welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt zwei Varianten, wie man Hangouts nutzen kann. Einmal intern im geschlossenen Raum, sodass die Öffentlichkeit nichts davon mitbekommt. Das kann man bilateral oder in Gruppen bis zu 10 Personen durchführen. Oder man kann Hangouts auch streamen, live über den YouTube-Channel. Ich zeige jetzt die interne Nutzung. Und man benötigt dafür einen Google Plus Account. Den kann man ganz einfach kostenfrei erstellen. Und dann hat man die Möglichkeit, mit anderen Personen, mit denen man sich vernetzen kann, verzirkeln kann, wie es dort heißt, dann Hangouts durchzuführen. Dafür gibt es dieses grüne Anführungszeichen. Da öffnet sich dann so ein Fenster mit möglichen Gesprächspartnern und da kann man dann einfach die Namen angeben, mit denen man hier vielleicht sprechen möchte. Ich wähle mich jetzt mal selbst und dann öffnet sich ein Chatfenster, da ich jetzt aktuell gerade in dem Co-Moderatoren-Account mich befinde, den wir für UnUni TV nutzen und ich eben schon eine Testversion hier durchgeführt habe. Stehe ich jetzt quasi als UnUni TV in Dialog mit mir selbst auf dem iPad. Ich schreibe also hier eine Nachricht rein. Ich bekomme eine Nachricht auf dem iPad. Ich kann sie dort zurückbeantworten. Und so kann man wunderbar miteinander chatten. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit, Videochats durchzuführen. Dazu kann man hier anrufen. Es empfiehlt sich da vorher, mit der Person sich abzustimmen, ob die auch einverstanden ist damit. Moment, jetzt muss ich hier mal das Fenster noch ziehen. Gut, ich gehe also jetzt mal ran. Und das ist also quasi, das bin ich. Wo kann ich mich denn hier sehen? Genau da sieht man mich. Ich schaue also jetzt auf mein iPad und hier schaue ich jetzt in den anderen. Jetzt bin ich also hier als UnUni TV und hier bin ich als Anja C. Wagner. Und man hat also jetzt die Möglichkeit, hier miteinander zu konferieren. Und ich könnte hier mein Screen jetzt zum Beispiel auch sharen und zum Beispiel jetzt mal wieder mit mir selbst meinen Screen. Die Person sieht, also ich sehe jetzt quasi auf meinem iPad meinen Screen selbst. Und ja, das ist also, den beende ich jetzt auch wieder. Und so gibt es verschiedene Apps. Wir haben hier bei UnUni TV regelmäßig allwöchentlich einen Proberaum, wo diese Apps vorgestellt werden, wo man die ausprobiert und testet und testen kann. Und da ist jeder willkommen, der Mitglied ist bei UnUni TV. Mitglied kann jeder werden. Und insofern ist das eine wunderbare Möglichkeit, im geschlossenen Rahmen, im geschützten Raum miteinander zu kommunizieren. Ich werde jetzt hier diese Verbindung mal schließen mit mir selbst und nur ganz kurz nochmal zeigen, wie man einen öffentlichen Hangout, das sieht im Grunde genauso aus. Nur wird er anders aufgerufen. Man kann die hier über dieses Menü Hangouts on Air, kann jeder einen Hangout starten und das machen wir ein andermal, wie das dann ausschaut. Vielleicht hilft's ja. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao.